שלום עליכם, אגוטן ערב שבס, וישתן יצפו שבת פרשת בלק. בלק? ויקום זו אינם אינם דם ווכן אפשנית. אברהם אבינו עד כאין אפשנית אברהם, יצחק עד כאין אפשנית יצחק, כאין אפשנית יעקב, יתרו, הת, אין פרשה, אין אפשנית אוב זיינה מנוגות, יתרו וראין עייד, רציש קונברטירט, עבד השוויגר פאטר פון מוישה, אבל ומן קוקטין די גנצה תורה, בלק קיפצה הנה פרשה, הנה גנצה פרשה, איבר אגוי, דר וולטה דס יידישן פולק פנישטן, וגן אים זין 24,000 יידן אומס לבן גיקומן, ודי תורה ארצלת איבר אים 100 פסוקים, 100 פסוקים, Sätze. Und ihr weißt jeden Ort, jeden Buchstabe, jeden Pasuk in Torah ist 100%, wenn eine Buchstabe fehlt, die ganze Torah ist nicht mehr koscher. 100 Psukim und noch eine Titel, Balak. Die Sache ist sehr interessant. Wir wissen, Moshe Rabbeinu war der größte Prophet aller Zeiten. Es war bis dem Tempelzerstörung 48 Nevi'im, 48 jüdische Propheten. Es waren auch 7 Frauen. 7 Frauen, berühmte Frauen, sie waren Prophetinnen. Und es waren auch 7 Propheten aus dem Völker. Nevi'im mi'umot ha'olam, Propheten, Goyim, nicht Jiden. Und stellt sich die Frage, wer ist der Parallel zu Moshe? Wenn Moshe ist der größte Prophet, wo hat er gesprochen mit Gott? Panim el Panim, Gesicht in Gesicht. Steht geschrieben, und wir singen das immer beim Gebete, Lo kam bei Israel ke Moshe od. Es war noch nie bei Jeden so ein Prophet wie Moshe. Was sagt Rashi, einer von den Kommentatoren? Lo kam bei Israel, bei Juden, war nicht so ein Prophet wie Moshe. Aber bei den Völkern, bei den Nichtjuden, war auch ein Prophet. Wer ist das? Bil'am. Bil'am. Bil'am war so ein Prophet. Aber wieso Balak ben Zippor bekommt einen Abschnitt auf seinen Namen? Die Sache ist die. Wir sind hier in dieser Welt, um alle Sachen vom Schlecht zum Gut umwandeln. Das nennt man in die Wörter vom Torah, Lafoch et achoshech leor, machen dem Dunkelheit zum Licht. Mashiach wird kommen von den Kindern von Balak. Mashiach wird sein von den Kindern von König David. Und jeder weiß, David ist ein Urenkelkind von Ruth. Ruth ist Enkelin von Balak. Darum, diese Parasha heißt in diesen Namen, um uns beizubringen, es ist möglich, schlecht umzuändern, so wie Balak. Das heißt, diese Parasha bringt uns bei, nie aufzugeben. In jedem Schlechten gibt es auch was Gutes. Und diese Gutes ist untastbar, ist eine Seele, ist Gottes Schöpfung. Und Gott hat alles gemacht in dieser Welt parallel. Es ist alles parallel. Immer wenn es gibt etwas Gutes, gibt es auch parallel Schlechtes. So läuft das in dieser Welt. Und diese Parasha ist eine besondere Parasha und sie gibt uns 100 Psukim. 100 ist auch 100%. 100 Psukim zu sagen, auch wenn ein Mensch ist 100% bösen, trotzdem von Gott ist alles geschafft. Hashem hat alles gemacht, Hashem hat alle Propheten gemacht, Hashem hat gemacht Dunkelheit und hell, bitter und süß.
Und er hat geschafft, diese irdische Welt, unsere Aufgabe ist, dem Dunkelheit ins Licht umwandeln, die Bitterkeit zum Süß bringen. Und das lernen wir von dieser Parasha. Balak, von ihm, gerade von ihm, gerade dort, wo du nicht erwartest, irgendein Mensch, wo du sagst, naja, so eine Benehmung, ein böser Mensch. Böser Mensch für dich, aber seine Seele ist rein 100%. Auch wenn er ist Balak, auch wenn er ist von dem Völker, du weißt nicht, wer wird von ihm kommen. Und auch von so einem Balak kommt später Ruth. Von Ruth kommt David. Von David wird kommen Mashiach, weil der Weg von Mashiach kommt in diese Welt in alle verschiedenen Wege vom Kanal, dort, wo man nicht erwartet. Gut Schabbes.